Drei Themen stehen allerdings noch zwischen mir und dem Essen später. Lassen Sie mich kurz sprechen über das, was uns gerade in Europa als Herausforderung ansteht, über natürlich auch die aktuelle Lage im Bund und auch der Landespolitik. Wir stehen gerade in Europa vor der größten Herausforderung seit 1989, dem Umbruch im Osten, der Staatsschuldenkrise, der sogenannten Eurokrise. Das Problem ist ja nicht in Brüssel, sondern das Problem sind einzelne Mitgliedstaaten, die überschuldet sind, die sich nicht mehr finanzieren können an den Märkten. Das Problem ist, dass die Regeln, die mal gemacht wurden, damals noch von der Regierung Kohl, Weigel, Genscher, dass diese Regeln nicht eingehalten wurden. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt nochmal neu aufbauen. Wir haben eine dreifache Krise. Einerseits eine Staatsschuldenkrise, das heißt, dass einzelne Staaten überschuldet sind und die Maastricht-Kriterien werden ja von fast allen Staaten verletzt, auch von Deutschland. Und das Problem war ja, dass wir mit als Erste diese Regeln auch verletzt haben unter Rot-Grün, weil wir den blauen Brief damals ja nicht haben wollten. Sie werden sich vielleicht erinnern. Das Zweite ist eine Krise der Finanzmärkte. In Irland beispielsweise die Ursache der Schuldenkrise. Aufgeblähte Bankenmärkte, schlechte Aufsicht, Produkte, die keiner mehr verstanden hat. Und zum Dritten, was oftmals zu kurz kommt in der Berichterstattung, in der Diskussion, und das ist meines Erachtens sogar der Ursprung der anderen Probleme, ist eine Krise der Geldpolitik. Warum? Weil wir nicht nur in Europa, sondern vor allem auch, wenn Sie mal schauen, was gerade in Amerika los ist, dort wurde ja diskutiert über die Fiskalklippe, auch in Japan, es wird weltweit in allen Industriestaaten im Moment ordentlich Geld gedruckt.